Hey meine Lieben, wir sind wieder da mit einem neuen Video, dieses Mal nur ich und ich stelle euch meine Frühlingsfavoriten vor. Ich habe ein bisschen überlegt, weil ich nicht genau wusste, weil ich eigentlich jeden Tag irgendwas Neues benutze und mir auch jeden Tag was Neues kaufe. Aber ich glaube, ich habe jetzt doch schon ein paar Sachen zusammenbekommen. Ich fange jetzt einfach mal mit dem Nagellack an. Da habe ich vier verschiedene Töne. Und zwar einmal den Anylack Upper East Side Chic. Ja, so ein leicht Neon-Korallton, aber der sieht auf den Nägeln wunderschön aus. Dann finde ich Gelbtöne im Frühling und im Sommer wunderschön. Da habe ich hier den Lucky Surfer Girl, auch von Annie. Eigentlich mag ich die Annie-Lacke nicht so, weil die bei mir überhaupt nicht trocknen, aber die beiden sind wunderschön. Dann heute Lovey Dovey von Essie, den habe ich auch drauf. Ein super schönes rosa Pink, perfekt für den Alltag. Und dann auch noch einmal von Essie, das ist Accrued Interest. Das war aber, glaube ich, eine LE, der ist mir leider auch schon einmal ausgelaufen. Also den habe ich jetzt bestimmt schon 2-3 Jahre. Aber, also die liebe ich super doll. Dunkle Nagellacke sind für mich gar nichts im Frühling. Dann gehe ich mal weiter über ja, Bronzer, Highlighter und Rouge. Da habe ich hier einmal von Kiko aus einer ja, Weihnachts-LE. So ein Schimmerpuder in Coral Gold. Ja, den benutze ich eigentlich immer nur als Bronzer bzw. als Highlighter. Super schön dezent mit einem leichten Goldton. Also da sieht man super frisch aus. Und dann habe ich hier noch ein Rouge von MAC. Das ist Peach Twist. Der ist auch ein bisschen doller, aber mein Gesicht ist einfach so rot. Wenn ich dann noch rosa Rouge drauf mache, dann sehe ich aus wie ein Clown. Und deswegen versuche ich es immer noch so ein bisschen in den dunkleren Tönen zu halten, damit ich eben nicht aussehe wie eine 5-Jährige, die sich das erstmal schminkt. Ja, dann auch noch für die Haut. Ich habe jetzt den Maybelline Fit Me Concealer neu gekauft. Den finde ich super gut. Ich finde den besser als den von MAC. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie der heißt. Da habe ich die Farbe 20. Bei MAC habe ich NC20. Passt super gut. Also der ist echt klasse. Dann habe ich hier zwei Lippenstifte und zwar einmal aus einer MAC LE, Innocent Frost. War zwar auch eine Weihnachts LE, aber ich finde, das ist ein perfekter Peach-Rosa-Ton. Ich swatch euch den mal. Also der ist super schön. Den gibt es auch noch bei Kleiderkreise, den habe ich da ein paar Mal gesehen. Und dann von Maybelline die 535 Park Avenue Peach. Gibt es so in Deutschland nicht zu kaufen, beziehungsweise ich habe ihn bei Amazon gekauft, ist überhaupt gar kein Problem. Und das ist ein Dupe zum Maxi Sheer. Der war mir damals einfach zu teuer. Ist auch ein perfekter Alltagston. Also die beiden, die sind echt klasse. Ja, dann habe ich noch zwei Pigmente von MAC. Ich kaufe mir die immer so bei Kleiderkreise in so kleinen Abfüllungen, weil die großen brauche ich einfach überhaupt nicht. Das ist viel zu teuer. Da habe ich einmal Melon. Das ist ja, so ein Peach-Orange-Goldton. Und Rose. Ja, so ein rosa-lila Schimmer. Also die sind beide auch super schön. Dann habe ich drei Lidschatten von MAC. Das war einmal Coral. Ich glaube, der ist im deutschen Sortiment nicht erhältlich. Ich habe den aus Amerika gekauft. Rule geschrieben, habe ich auch aus Amerika, aber ich glaube, den gibt es auch hier. Und ein super Alltagston ist Grain. Genau. Und einen Ton habe ich noch von Inglot. Das ist die Farbe 393. Das hat auch so ein ja, schöner Peach-Ton. Mit so ein bisschen Schimmer drin, könnte man auch als Highlighter benutzen. Dann habe ich zwei Parfüms, einmal Escada Cherry in the Air, war glaube ich letztes Jahr eine LE, aber die gibt es heute immer noch, soweit ich weiß. Ansonsten auch bei Kleiderkreise gucken, sind noch massig vorhanden und das riecht wirklich nach purer Kirsche. Also als wenn man in einen Kirschkorb gefallen wäre, super schön. Und dann noch Jisun, das Sun Delight, ja, riecht eigentlich wie, als würde man am Meer vorbeilaufen. Kann ich gar nicht genau beschreiben, aber der ist super leicht, ich mag keine schweren Düfte im Frühling. Also der ist perfekt und nicht zu aufdringlich, was ja viele Männer nicht mögen.
Und als letztes ein bisschen Schmuck. Ich bin eigentlich gar nicht so der große Ohrring-Mensch und Ketten sind eigentlich auch nicht so meins. Aber ich habe mir hier letztens die Ohrringe bei H&M gekauft und dazu die passende Kette. Und ich finde, das ist einfach super schön jetzt für den Frühling mit einem einfachen weißen T-Shirt und dazu vielleicht noch einen Rock oder Maxi-Rock, irgendwie sowas. Also das sieht super, super schön aus. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Sieht maritim aus. Finde ich super. Ja, das war's dann auch schon. Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, könnt ihr es einfach unten in der Kommentarbox schreiben. Ich kann euch die Produkte gerne nochmal in die Infobox schreiben. Ansonsten würde ich oder beziehungsweise wir uns über einen Daumen hoch freuen und Video wünschen wir auch gerne an und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!